Hallo, hier ist User Paul. Nur ganz kurz mit dem Thema Linux. Weitere wichtige Unterverzeichnisse im Cross-Verzeichnis. Neben den besprochenen Dateien finden sich auch noch eine Menge Unterverzeichnisse im Cross-Verzeichnis, die weitere Informationen über angeschlossene Geräte und Kernel-Features enthalten. Dazu zählen insbesondere, ich bin schon im Verzeichnis Cross aktuell, zum Beispiel das Unterverzeichnis Bus einsehbar mit ls-l Bus. Informationen über die gefundenen Bussysteme. Dann Informationen über SCSI-Geräte und Schnittstellen einsehbar mit ls-l SCSI. Und noch das Unterverzeichnis net. Informationen über netzwerkrelevante Einstellungen. Hier finden wir beispielsweise die Routing-Tabellen und die ARP-Informationen, die der Kernel im Augenblick besitzt. CD net ls-l. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!